Hallo zusammen, ich bin Belinda Bencic. Ich freue mich, dieses Jahr in Zusammenarbeit mit der Gruppe Mutuel ein bisschen mehr über mich zu erzählen. Und in diesem ersten Video geht es eigentlich gerade um meinen Rückblick vom 2021. Das Jahr 2021 bedeutet mir sehr viel. Ich habe mein Karriere-Highlight eigentlich erreicht. Meine grössten Erfolge waren sicher natürlich die Olympiade. Aber auch das US Open, das Viertelfinale, hat mich sehr gefreut. Auch der Teamwettkampf, der Billie Jean King Cup, wo wir auch ins Finale gekommen sind, das war auch sicher ein riesen Highlight gewesen. Ich glaube, wenn man so einen grossen Titel auch schafft, entweder das Grand Slam oder eben Olympia, dann merkt man schon auch selber, dass man dann wie ein grösseres Level erreicht hat so in der Karriere. Mein Riesentraum ist natürlich schon, ein Grand Slam zu gewinnen. Ich hoffe, dass ich da jedes Mal, wenn ich eins spiele, wie ich wirklich näher und näher an das kommen, aber natürlich auch mich im Ranking zu verbessern und irgendwann die Top-Position einzunehmen. Mit den Erwartungen, die jetzt auf mir sind, gehe ich eigentlich ziemlich gut um, muss ich sagen. Ich habe auch in den nächsten Turnieren habe ich mich eher beflügelt gefühlt und ich habe den Druck eigentlich nicht so gespürt. Ich habe das Gefühl, ich habe etwas erreicht in meiner Karriere.